Gut, wir starten mit dem nächsten Vortrag und ich darf Alex und Mona auf der Bühne begrüßen. Es geht jetzt ums Thema Crowdfunding, gerade auch im Raum München und was man mit diesem Thema sonst noch alles bewegen kann. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Genau, wir wollen euch heute so einen ganz kurzen Abriss darüber geben, zum einen, was man mit Crowdfunding machen kann, nämlich deutlich mehr noch als nur Geld sammeln. Dann wollen wir euch so ein bisschen zeigen, auf was man achten muss, wenn man so eine Kampagne plant, weil es ist viel Arbeit, kann ich schon mal vorausschicken. Und dann wollen wir euch noch zeigen, was es alles für zum Teil auch kostenlose Beratungs- und Unterstützungsangebote hier in München zum Thema Crowdfunding gibt. Da gibt es nämlich einige und es werden immer mehr. Und genau, da geben wir euch einen kleinen Überblick. Wir stellen uns kurz vor. Mein Name ist Mona Knorr. Ich bin Crowdfunding-Spezialistin. Ich beschäftige mich seit über 4 Jahren mit dem Thema Crowdfunding. Arbeite mittlerweile bei Crowdfunding Campus, das ist der deutschlandweit erste Bildungsträger im Bereich Crowdfunding und ich unterstütze insbesondere Gründerinnen und Gründer, die eine Crowdfunding-Kampagne machen wollen. Ja, mein Name ist Alexander Schmidtbauer, ich bin Gründungsberater bei der Stadt München und im Münchner Existenzgründungsbüro, das wir zusammen mit der IHK betreiben, das heißt wir beraten dort Gründer von Anfang an, auf was müssen wir achten. Und ich betreue auch das Crowdfunding-Förderprogramm bei der Stadt München, da kommen wir später noch dazu. Da gibt es dann tatsächlich auch richtig Geld und Förderung für eure Crowdfunding-Kampagnen. Ja, erstmal Crowdfunding, was ist das überhaupt? Wer von euch hat schon mal von Crowdfunding gehört oder bei Crowdfunding mitgemacht? Ja, sind schon mal ein Drittel ungefähr, schon mal gut. Für die anderen, die es noch nicht wissen, also im Prinzip ist es so, dass es eine Crowdfunding-Plattform gibt, die als Mittler funktioniert zwischen dem Projektstarter, also euch, und der Crowd, die ihr ja ansprechen wollt, um euer Projekt zu funden, zu fördern. Wie funktioniert das? Es gibt Gegenleistungen, die ihr quasi der Crowd anbietet, als Gegenleistung für deren Unterstützung, für eure Kampagne. Die Plattform bekommt dann am Ende eine Provision von euch und ganz wichtig auch, es gilt das Prinzip alles oder nichts, wie es hier steht. Das heißt, ihr gebt ein Funding-Ziel vor und nur wenn dieses Funding-Ziel erreicht ist, ist die Kampagne auch erfolgreich. Ansonsten gibt es nichts. Ja, also dann muss auch kein Funder irgendwas zahlen und das ist so ein bisschen der Anspruch, dass man auch sagt, okay, wo ist mein Ziel, was will ich erreichen, ab wann ist meine Kampagne auch erfolgreich. Ist auch wichtig, so sich sein eigenes Ziel zu setzen. Wichtig auch das Zeitlimit des Projektstarters, dass ich sage, ich nehme mir einfach 30, 40, 50 Tage, je nachdem, Zeit, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und in dieser Zeit muss es dann eben auch klappen. Man bekommt aber eben nicht nur Geld, sondern vor allem auch Ideen, Feedback, Kontakte, was oftmals nochmal sogar wichtiger ist. Ganz kurz nochmal, welche Arten von Crowdfunding gibt es? Crowdinvesting, das ist quasi eine renditeorientierte Investitionsform. Crowdlending, auch als Leihfinanzierung. Crowddonation, spendenbasiert. Und das Wichtigste, worauf wir uns jetzt zumindest immer fokussieren, ist das Reward-Based Crowdfunding, also wo sozusagen ein Produkt, eine Dienstleistung vorfinanziert wird durch die Crowd und es eben eine materielle oder eben ideelle Gegenleistung gibt. Genau, dazu, was man mit Crowdfunding noch machen kann. Also die meisten kennen es eben wahrscheinlich als Möglichkeit, Geld zu sammeln von der Crowd, um ein Projekt umzusetzen, um ein Produkt in Serienproduktion zu geben. Aber man kann mit Crowdfunding noch sehr viel mehr machen. Was ich ganz toll finde, ist das Thema Proof of Concept. Also ich kann über Crowdfunding einfach erstmal testen, ob meine Idee funktioniert, ob die anderen meine Idee verstehen, ob Leute da bereit sind, mir Geld für meine Idee zu geben, ob sie mir bereit sind, Feedback zu geben. Also ich kann da schon relativ früh, wenn ich eine Idee habe, rausgehen und meine Crowd fragen, meine Idee vorstellen und gucken, wie reagieren die drauf. Und das im besten Falle, bevor ich 1000 Stück von meinem Produkt bestellt habe und im Lager liegen habe und erst dann merke, es kann irgendwie so richtig niemand gebrauchen oder ich hätte es irgendwie anders auf den Markt bringen müssen. Crowdfunding ist ein super Proof of Person, also weil Crowdfunding ist viel Arbeit, auch viel Stress
Und man kann einfach auch so ein bisschen testen, schaffe ich das selber? Schaffe ich es, mich nach draußen zu stellen? Schaffe ich es, meine Idee zu verkaufen? Halte ich das aus, diesen Stress? Kann ich mit den Medien umgehen? Kann ich auf Rückfragen antworten? Und gerade wenn man im Team gründet, dann kann es auch ein tolles Proof of Team sein, dass man guckt, funktioniert man als Team? Arbeitet jeder mit? Gibt es Leute, die sich rausziehen? Gibt es Leute, die irgendwie doch nicht so viel Zeit haben, wie sie gesagt haben? Also man kann das auch nutzen, um ein bisschen was zu testen. Eine Crowdfunding-Kampagne ist immer eine Kommunikationskampagne. Das heißt, man geht in die Öffentlichkeit und wenn man das gut macht, dann kriegt man eben auch sehr viel Aufmerksamkeit von Medien, von Blogs, von Leuten, die Kampagne weitertragen. Man kann über Crowdfunding sehr viele Kontakte auch generieren. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man nimmt einen Kredit bei der Bank, dann hat man einen Bankberater, der hat vielleicht noch so 3-4 Kontakte, aber bei einer Crowd hat man richtig viele Unterstützer und jeder Unterstützer kennt Leute, die vielleicht für mein Projekt hilfreich sind und kann mir diese Kontakte vermitteln. Also und man kann während so einer Kampagne das auch so ein bisschen herausfordern, indem man seine Crowd halt gezielt danach fragt, gibt es jemand, der sich mit der und der Produktionsart auskennt oder kennt ihr jemanden, der das und das weiß oder wir suchen einen Raum, helft uns einen zu finden. Also man kann die Crowd da auch aktiv einbinden. Natürlich kann man über Crowdfunding erste Kunden generieren. Also die Unterstützer sind ja in der Regel die ersten, die mein Produkt überhaupt kaufen. Und wenn man das sozusagen relativ früh in der Gründung macht, dann startet man halt gleich mit Kunden in die Selbstständigkeit. Man hat eine Community, also Leute, die im besten Fall so ein Projekt auch über Jahre begleiten, die immer wieder Feedback geben, die immer wieder das weitertragen. Also das kann sehr toll sein, deshalb nennen wir das auch so ein bisschen Crowdpreneurship. Also man gründet nicht alleine, sondern mit der Crowd. Man hat immer so eine Gruppe um sich. Naja, und der Klassiker natürlich, also man kann auch über Crowdfunding Kapital einsammeln. Ich sage so eine Zahl, die durchschnittliche deutsche Kampagne sammelt so 10.000 Euro ein. Das ist im Moment so der Schnitt, aber es gibt natürlich Ausreißer nach oben und es gibt natürlich auch viele kleine Projekte, die vielleicht 2.000, 3.000 Euro für eine CD-Produktion sammeln. Auch die sind sozusagen in dieser Statistik drin. Genau, und da kommen wir auch schon sozusagen zum praxisnahen Teil. Wie plane ich jetzt ganz konkret eine Crowdfunding-Kampagne? Wie sieht es so eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne aus? Und was da sehr hilfreich ist, ist dieses Crowdfunding-Canvas, was wir euch mal mitgebracht haben. Das wurde von der IHK entwickelt, von der Linette Heimrich damals noch. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Das könnt ihr runterladen, könnt ihr auch am PC beschreiben und das ist eine ganz gute Orientierung, um so eine Crowdfunding-Kampagne eben vorzubereiten. An diesen 8 Feldern kann man sich orientieren und die würden wir jetzt gerne im Einzelnen mal mit euch kurz durchgehen, anhand auch praktischer Beispiele für entsprechende Kampagnen. Genau, das Allerwichtigste, um eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, ist natürlich, dass man eine Idee hat, und dass man mit dieser Idee eine Motivation und eine Vision verbindet. Also warum wollt ihr das überhaupt machen? Das ist das, was die Crowd euch am ehesten fragen wird, das, auf das ihr auf jeden Fall eine Antwort haben müsst. Warum wollt ihr das machen? Welches Problem wollt ihr damit lösen? Also zu welchem Problem ist euer Produkt, eure Idee eine Lösung? Und wie soll die Crowd euch dabei helfen? Braucht ihr nur Geld? Braucht ihr sozusagen Feedback? Braucht ihr Unterstützung? Soll die Crowd mitarbeiten? Und es ist auch immer gut, diese Crowd wirklich aktiv einzubinden, damit die sich sozusagen als Teil des Projektes fühlen. Und ein Beispiel, was wir mitgebracht haben, was vielleicht viele von euch kennen, ist der verpackungsfreie Supermarkt hier aus München, der jetzt schon auch die 2. Filiale aufgemacht haben. Und bei denen war ja das Thema relativ klar. Die haben schon selber privat lange versucht, Zero Waste zu leben, haben dann gemerkt, ja, beim Einkaufen, da scheitern sie sozusagen an diesem Anspruch, weil es fehlt einfach ein Laden, wo man ohne Verpackung einkaufen kann. Und dann haben sie entschlossen, sie wollen den eben selber gründen. Das heißt, dieses Thema Vision, Zero Waste, welches Problem, ich kann nicht verpackungsfrei einkaufen und was ist sozusagen die Lösung? Also da an dieser Geschichte sieht man so sehr eindeutig,
worum es in dem Projekt geht. Also das ist sozusagen schon mal der erste Schritt, der klar sein muss bei euch, dass ihr wisst, warum ihr das überhaupt macht, was ihr da auf eurer Kampagnenseite vorstellt. Genau, zweiter Schritt wäre dann die Planung des Projekts. Wie genau sieht es aus? Also kenne dein Ziel und plane sorgfältig. Wie sieht dein Projekt konkret aus? Wie willst du es umsetzen? Welche Ressourcen brauchst du dazu? Also was kostet das Ganze auch? Hast du ein Team? Wer macht damit? Alleine das zu stemmen ist ein bisschen anstrengend. Es können Teammitglieder sein, es können aber auch Agenturen sein, vor allem im Bereich Social Media zum Beispiel. Und auch so ein bisschen die Frage, lässt sich dein Vorhaben in Zwischenetappen aufteilen und wenn ja, in welche? Hier seht ihr den Stefan Marx vom Giesinger Bräu. Wer kennt den Giesinger Bräu? Wahrscheinlich doch so wenige, okay. Der ist einer der erfolgreichsten Crowdfunder in München. Der hat in mehreren Etappen über mehrere Jahre, wie viel insgesamt eingeworben? Also auf jeden Fall deutlich über eine Million insgesamt für eine neue Abfüllanlage. Aber das ist wirklich sozusagen die Summe aus mehreren. Der hat auch einen Truck, einen Biertruck auch dann im Crowdfunding umgesetzt und hat eben ganz früh eben auch die Crowd mit eingebunden. Hier steht es auch, der Giesinger Bräu Stehausschank zum Beispiel, den hat er auch über Crowdfunding finanziert und deswegen so ein bisschen das Learning hier draus, werde bei deinen Plänen so konkret wie möglich, weil je konkreter du mit deinen Plänen bist, desto konkreter kannst du auch die Crowd ansprechen und die Crowd auch überzeugen. Genau, also der Steffen ist ein super Beispiel für dieses Zwischenetappen. Hätte der am Anfang gesagt, ich mache eine Crowdfunding-Kampagne für den Stehausschank und einen Truck und eine Abfüllanlage, hätten alle gesagt, oh, ist zu viel. Also da bin ich mir nicht sicher, ob er das umsetzen kann. Aber weil er immer wieder kleine Projekte rausgenommen hat, hat die Crowd immer gesehen, okay, er hält auch, was er verspricht, er setzt es wirklich um und ist dann sozusagen beim nächsten Projekt wieder dabei gewesen. Also man kann diese Projekte von ihm alle noch online angucken, kann man mal nachgoogeln und dann sieht man, dass der wirklich immer sehr konkrete Projekte ausgewählt hat mit einer sehr klaren Kostenabschätzung, was die in der Umsetzung kosten und es halt so nacheinander gemacht hat. Ganz kurz vielleicht noch zu ihm, er hat nämlich auch verschiedene Crowdfunding-Arten gemacht, nicht nur Reward-based, sondern auch Investment-based, also hat er auch verschiedene Arten des Crowdfundings genutzt, also das ist ein gutes, ganz gutes Beispiel, wenn man dafür mal sich ein Beispiel anschauen möchte. Genau, ein Projekt, was auch hier auf der Make Munich ist, also könnt ihr hinterher mal vorbeigehen und bei denen am Stand auch mal ein bisschen fragen, wie so ihre Crowdfunding-Kampagne war. Nearbees ist bei uns hier so das Beispiel dafür, dass man eben eine Geschichte erzählen muss. Also Storytelling, dieses Wort ist auch für Crowdfunding ganz wichtig. Also man muss eine Geschichte über sein Projekt erzählen, die muss irgendwie einen roten Faden haben, die muss sich vielleicht auch in den Gegenleistungen, in den Events, die man drumherum macht, immer wieder, muss die sichtbar werden und man muss sich überlegen, welche Botschaft soll eigentlich bei meiner Crowd hängen bleiben, an was sollen die sich erinnern, mit was sollen die meine Kampagne verbinden. Und damit man das gut macht, ist es also empfehle ich immer, dass man sich wirklich einen Kommunikationsplan macht. Also dass man sich wirklich aufschreibt, welche Inhalte will ich an welchem Tag, über welchen Kanal sozusagen nach draußen geben. Weil wenn man da erst in der Kampagne mit anfängt, dann ist es meistens zu spät. Also bei Crowdfunding ist Vorbereitung alles. Und da hilft es auf jeden Fall, sich das vorher zu überlegen und die Inhalte auch schon vorzubereiten. Fotos, kleine Blogbeiträge, kleine Interviews, kleine Geschichten, damit man sozusagen regelmäßig auch was rausschicken kann. Und diese Gegenleistungen, die es ja beim Reward-Based Crowdfunding gibt, die können eben Teil dieser Geschichte sein. Also natürlich sind es oftmals die Produkte, hier waren das, konnte man eben auch schon Honig vorbestellen, aber es waren eben auch sowas wie Bienenpatenschaften und ich weiß gar nicht, Besuch beim Imker oder so. Also Gegenleistungen, die zum Projekt gepasst haben, die sozusagen die Botschaft mitverbreitet haben, die für die Unterstützer interessant sind, die aber eben nicht nur dieses reine Produkt sind. Und ich kann nur jedem raten, sich, der Crowdfunding machen will, sich mal ein paar Kampagnen anzugucken, die erfolgreich waren und einfach auch mal zu gucken, was hatten die für Gegenleistungen, was haben die für eine Geschichte erzählt. Da lernt man richtig viel davon. Genau, und dann ist immer noch so ein bisschen die Frage, gibt es irgendwas, womit ich Leute dazu kriegen kann, besonders schnell zu unterstützen?
bei Crowdfunding ist es immer wichtig, dass so die ersten 2-3 Tage richtig gut funktionieren, richtig viele Leute in die Kampagne zahlen. Ich sag immer, es ist so wie, man ist in einer fremden Stadt, ein volles, ein leeres Café. Ich gehe immer in das volle, weil das scheint besser zu sein. Und so ist auch bei Crowdfunding-Kampagnen. Kampagnen, wo schon Geld drin ist, ziehen eher neue Leute an und die sagen, okay, das scheint ein ganz gutes Projekt zu sein und gehen dann auch da rein. Und deshalb arbeiten einige Kampagnen auch mit so Early-Bird-Preisen oder mit limitierten Gegenleistungen, die Leute dazu kriegen sollen, möglichst früh in eine Kampagne einzuzahlen. Ja, wie finde ich potenzielle Kooperationspartner? Da der denkbar einfache Rat, rede mit den richtigen Leuten, das klingt erstmal sehr einfach. Das dann aber genauer zum Reißen ist dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach und deswegen umso wichtiger. Also wer ist deine Crowd konkret, wer hat das größte Interesse, deinen Vorhaben zu unterstützen, also wer ist meine Zielgruppe? Ja, und das ist ganz wichtig, dann sozusagen sich in die Zielgruppe reinzuversetzen, was hat die für Bedürfnisse, wo ist die auch, wo kann ich die abholen? Deswegen auch ganz wichtig, wer sind geeignete Multiplikatoren und eben möglicherweise auch Influencer für dein Thema, für dein Projekt? Können es Blogger sein, können es YouTuber sein, können es irgendwelche Fachmagazine sein? Auch Print hier nicht vergessen, spielt in manchen Bereichen auch immer noch eine große Rolle. Welche Netzwerke sind nah an deiner Crowd, wenn ich ein Netzwerk aktiviere oder jemanden, der ein Netzwerk quasi auch sozusagen hat, so also ein Network-Owner ist, dann kann ich den ansprechen und habe da eine ganz große Reichweite. Das sind so Beispiele, wie man eben an die richtigen Leute, an die Crowd kommt. Und dann eben auch wichtig im Verlauf der Kampagne, du hast ja schon angesprochen, dass man da gucken muss, dass man auch am Anfang vor allem viele Backer auf die Plattform bringt, aber auch im ganzen Verlauf Analyse-Tools zu nutzen für die Erfolgskontrolle deiner Maßnahmen, dass ich auch ganz genau weiß, was hat jetzt hier überhaupt was gebracht für die Kampagne oder was auch nicht. Das ist nicht zu unterschätzen, denn man kann da ganz schnell viele Euros in irgendwelche Social-Media-Kanäle stopfen und dann bringt es dann doch nicht so viel wie gedacht, genau. Genau, das Beispiel, was wir hier eingefügt haben, ist LiveShift. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Die haben einen Rucksack entwickelt für keimfreies Operieren in Entwicklungsländern und der funktioniert mit Solarenergie. Und natürlich, das war jetzt keine Kampagne, wo dieser Rucksack eine Gegenleistung sein konnte, weil ja kein Privatmensch diesen Rucksack braucht oder dieses Gerät. Und die haben sich damals mit Deuter zusammengetan und Deuter hat ihnen Rucksäcke für die Kampagne gesponsert. Das heißt, sie konnten sozusagen an ihre Crowd Rucksäcke ausgeben. Deuter hat die Kampagne mitbeworben und sie haben sozusagen Deuter mitbeworben. Also das ist so ein Beispiel für eine Kooperation. Es gab vorletztes Jahr ein kleines Buchprojekt hier in München. Da ging es um ein isländisches Buch und die hat sich zusammengetan mit einem isländischen Café und hat dann dort auch Lesungen gemacht und die Kooperation hält bis heute an. Das Buch gibt es mittlerweile in dem Café zu kaufen und das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie man sich auch Kooperationspartner, die zu der Kampagne passen, heranziehen kann und mit denen zusammen eben noch mehr Leute erreichen kann, um die Kampagne bekannt zu machen. Genau, dann Zeit- und Einsatzplan, ganz wichtig, Ressourcenplanung. Man hat natürlich nur begrenzte Ressourcen generell und für eine Kampagne ist es aber sehr wichtig, diese Ressourcen, die man hat, sehr gezielt einzusetzen, weil im Lauf der Kampagne eben auch viel Arbeit ansteht, was oft am Anfang unterschätzt wird. Also wir machen gerade auch Interviews mit Teilnehmern unseres Förderprogramms und eigentlich alle sagen, sie haben das eigentlich massiv unterschätzt, wie viel Aufwand das bedeutet. Deswegen ganz wichtig, welche Ressourcen habe ich für die Kampagne, welche Kosten kommen auf mich zu, wie ist die Aufgabenverteilung im Team, also wer setzt wann welche Posts ab, wer reagiert wann auf irgendwelche Kommentare oder sonst was von Unterstützern auf der Plattform oder auf Facebook, wo auch immer. Das ist ja alles sehr schnelllebige Medien. Das sollte alles dann relativ auch spätestens innerhalb von einem Tag dann auch eine Reaktion kommen. Genau, wo liegen auch deine Stärken und wo vielleicht auch nicht? Also das ist ganz wichtig, generell auch jetzt nicht nur beim Crowdfunding, sondern beim Gründen generell, dass ich mir klar mache, was kann ich gut und wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung und dann auch diese Unterstützung zu holen, bevor ich anfange und nicht danach. Das ist ganz wichtig, weil das sind dann so Schlüssel,
woran es dann einfach auch liegen kann, dass es dann eben auch erfolgreich wird. Das heißt, erstelle einen Zeit- und Einsatzplan für deine Kampagne. Da unvorbereitet reinzugehen, ist nicht so zu empfehlen, weil man es einfach dann in der Kürze der Zeit dann nicht gewuppt kriegt, weil 30 Tage hört sich erstmal lang an, ist aber dann, glaube ich, ne, so zeigt die Erfahrung schnell rum. Genau, und wir werden natürlich oft gefragt, ja, wie viel Zeit soll ich denn einplanen, wie viel früher soll ich irgendwie anfangen zu planen? Das kommt natürlich total auf die Kampagne an und wie viel man auch in Vorbereitung, was Video, was Texte, was Kooperationsabsprachen und so weiter betrifft, stecken soll. Ich sage aber immer, man muss mindestens mal 6 Wochen vorher anfangen. Also viele haben eine Idee, stellen es sofort auf die Crowdfunding-Plattform, drücken auf Start. Aber das funktioniert nicht. Also die Plattformen bringen euch keine Unterstützer, sondern ihr müsst jeden Unterstützer durch eure Kommunikationsarbeit auf eure Kampagne ziehen und das muss man eben vorbereiten. Ich habe vorhin mit dem Felix von OMO gesprochen, die ja hier auch einen Stand haben. Die haben ja letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gemacht. Der hat mir erzählt, dass während der Kampagne sie eine Person hatte, die ungefähr einen halben Tag lang Fragen beantwortet hat von Usern, von der Crowd und weiter eben Kommunikationsarbeit gemacht hat. Also das ist sozusagen bei so einem großen Projekt der Richtwert. Es gibt sicherlich Projekte, die mit weniger Arbeit auskommen. Deshalb kann ich auch nur jeden ermuntern, mit erfahrenen Crowdfunding-Projekten zu sprechen und die nach ihren Erfahrungen zu fragen. Hier sind ja heute auch einige auf der Messe, die Crowdfunding gemacht haben. Und genau, weil von denen lernt man sozusagen auch nochmal viel und die sagen auch eben, was nicht so gut lief und was man vielleicht besser lassen sollte. Aber der Felix hat eben erzählt, dass er auch sehr viele komische Nachfragen gekriegt hat oder sehr komplizierte. Und dafür muss man sich natürlich Zeit nehmen, denn wenn man seiner Crowd keine Antworten gibt, dann sind die natürlich enttäuscht und erzählen das vielleicht rum und das kann man natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Also man muss natürlich jede Anfrage, jede Rückfrage auch ernst nehmen. Und es gibt natürlich auch Kampagnen, die ein großes Medienecho auslösen, die irgendwie viral gehen. Und auch da kann es passieren, dass man dann tatsächlich einige Zeit einplanen muss, um die Sachen zu beantworten. Vielleicht erzählst du noch, was OMO gemacht hat. Vielleicht weiß das nicht jeder. Ach so, das, wie soll ich sagen? Ist so ein bisschen wie so ein Segway. Man steht drauf und kann damit rollen. Also so ein bisschen auch für die letzte Meile. Man kann es auch ausprobieren, glaube ich, da vorne hier so ein Stück weiter runter. Also schaut hinterher gerne mal vorbei und löchert die auch nach den Crowdfunding-Erfahrungen. Genau, dann kommen wir jetzt gleich zum Thema Förderung. Was tun wir als Stadt München für euch, um eure Crowdfunding-Kampagne umzusetzen? Das ist hier die Seite münchen.de/crowdfunding. Da findet ihr eben alle Informationen zu unserem Förderprogramm. Wie sieht es aus? Also für eine Crowdfunding-Kampagne braucht ihr Kreativleistungen, Video, Fotos, Social Media, Kommunikation etc. Alles, was ihr hier seht. Wenn ihr hier in München gründet, also ein Gewerbe oder einen freien Beruf habt, nicht älter als 5 Jahre seid, dann könnt ihr das beantragen. Ihr müsst dann bei Münchner Kreativen entsprechende Angebote einholen und ihr bekommt dann einen Zuschuss von 50% gekappt bei 6.000 Euro. Also 50% von 6.000 Euro sind 3.000 Euro. Maximal könnt ihr dafür erhalten. Das ist sehr hilfreich, weil ihr gerade am Anfang von so einer Kampagne einfach diese hohen Kosten habt und ein qualitativ hochwertiges Video etc. kostet einfach seinen Preis. Wir wollen damit auch die Kreativbranche hier in München unterstützen, dass eben auch Gründer nicht auf irgendwelche Plattformen im Internet ausweichen oder ähnliches und auch die Vernetzung zwischen Gründern und Kreativen auch fördern. Wir haben jetzt das Programm seit einem Jahr laufen, wir haben bereits 20 Förderungen durch. Das Ergebnis ist eigentlich sehr positiv, die Qualität der Kampagnen ist sehr hoch und viele sagen uns dann, dass sie natürlich das Video oder auch Texte oder was auch immer, vor allem das Video auch danach für ihre Homepage nutzen können, für ihre anderen Kanäle und die Qualität der Videos ist wirklich sehr, sehr hoch und insofern kann ich euch nur einladen, zu schauen, mitzumachen, münchen.de Crowdfunding findet ihr alle Informationen und wir versuchen es wirklich relativ schnell zu bearbeiten und die Förderung dann schnell auch auszugeben. Genau, möchtest du dazu kurz was sagen oder überspringen wir es? Wir haben nicht mehr so viel ja, Zeit. Ja, also das sind einfach 4 Kampagnen, Beispielkampagnen, die die Förderung bekommen haben. Eins ist auf jeden Fall hier, Chocolate hoch 3, der Drucker, der mit Schokolade druckt, der 3D-Drucker, also auch
den Benedikt kann man ein bisschen löchern zu seinen Crowdfunding-Erfahrungen. Genau, also das ist einfach nur kurz. Genau, ganz neu, eine schöne Geschichte, die wir zusammen als Stadt mit der Stadtsparkasse machen, ist das Thema Munich Crowd. Das heißt, die Stadtsparkasse verknüpft das Thema Crowdfunding mit klassischem Gründungsdarlehen. Vielleicht kennt ihr die Problematik, ihr kommt zu einer Bank, dann sagen die, ja, das ist eine schöne Idee, toller Businessplan, aber so richtig weiß ich nicht, ob das klappt und vielleicht verstehe ich es auch nicht. Deswegen sagt die Sparkasse hier ganz offen, macht eine Crowdfunding-Kampagne, testet das Produkt am Markt und beweist uns, dass es erfolgreich ist, beweist uns, dass ihr damit entsprechend auch ein Funding einwerben könnt, bringt uns mögliche Kunden und das ist für die Bank quasi ein Argument, quasi ein Darlehen zu ermöglichen. Und diesen Weg geht die Sparkasse jetzt neuerdings auch mit. Es gekoppelt auch mit unserer Förderung und das kann man natürlich wunderbar als Finanzierungsbaustein für eine Gründung nutzen, das Crowdfunding. Und das ist die erste Sparkasse jetzt in Deutschland, die sich dafür auch geöffnet hat. Also nutzt es auch, wenn ihr darüber nachdenkt, euch auch über eine Bank zu finanzieren. Genau, es gibt ein Portal. Wir haben hier vorher auch Flyer mitgebracht. Das heißt einfach crowdfundinginmuenchen.de. Und da findet ihr wirklich auch nochmal alle Angebote. Das Förderprogramm Munich Crowd. Ihr findet die verschiedenen kostenfreien Beratungsangebote zum Thema Crowdfunding, die einmal das München Existenzgründungsbüro und vor allen Dingen der Alex macht. Und das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft. Aber auch die Handwerkskammer und die IHK sind offen für das Thema. Also da ist einfach nochmal alles aufgelistet. Genau, ist auch so ein bisschen. Wir sind sehr froh über die Gestaltung von dieser Seite. Genau, dafür mache ich noch gleich Werbung. Genau, wir haben im Mai feiern wir zweijähriges Jubiläum von unserem monatlichen Crowdfunding-Meetup. Das findet immer von 8 bis 10 Uhr im Café Bla statt. Das ist da hinterm Deutschen Museum in der Au. Und das ist einfach ein Ort, wo man hinkommen kann, wenn man Crowdfunding machen will oder schon mal gemacht hat oder sich einfach mal informieren will. Und man kann sich dann vernetzen. Es gibt immer einen kleinen Input. Und es ist eine echt schöne Runde. Und da sind ja lauter Leute, die irgendwie gute Ideen haben, die was bewegen wollen. Also die Stimmung ist immer super. Und jetzt im März kommt nämlich auch der Nikola Nikolic von der Sparkasse und berichtet nochmal über dieses Thema Munich Crowd, stellt es vor und dann könnt ihr den auch ganz unkompliziert mal ansprechen und eure Projektidee vorstellen und fragen und einen Termin mit ihm vereinbaren. Genau, und im Moment ist so die Planung, dass wir im April was zum Thema Gebrauchsmusterschutz und Patente machen. Also wer damit sozusagen, wen das interessiert. Und im Mai wollen wir was zu Design Thinking machen. Also so ganz unterschiedliche Inputs immer. Und wenn ihr der Meetup-Gruppe beitretet, Crowdfunding-München, dann bekommt ihr auch einmal im Monat so ein Newsletter, wo ich einfach alles zusammenschreibe, was in Sachen Crowdfunding in dem Monat passiert, Veranstaltungen, Tipps und so weiter. Genau, das war's sogar schon. Genau, das war's erstmal von uns. Jetzt seid ihr gerne dran. Also wenn ihr Fragen habt, egal was, dann einfach gerne jetzt los, raus damit. Wir stehen hier gerne für euch zur Verfügung. Was mache ich, wenn ich nicht in München wohne, sondern 50 Kilometer im Umland und weiter? Dann kann man trotzdem sich informieren. Man kann gerne zu dem Meetup kommen. Nur das Förderprogramm ist tatsächlich nur für Projekte, die in München Stadt sind. Genau. Aber oder du gründest in München. Genau, dann passt es auch. Aber melde dich gerne bei uns. Gerade auch das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ist in der Metropolregion auch sehr aktiv. Die sind immer wieder auch in anderen Städten und die sind auf jeden Fall auch ansprechbar zum Thema Crowdfunding hier im Umkreis. Noch eine Frage? Ansonsten könnt ihr auch einfach hinterher hier direkt zu uns kommen und was fragen oder Flyer mitnehmen oder Visitenkarte. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal. Mona, Alex, nochmal einen Applaus.